Nach den kleinen Familienstreitigkeiten in der letzten Folge Verbotene Liebe führt Carway uns also nach draußen ins wie immer nächtliche Dilling City und erläutert uns unsere Aufgabe, was mir jetzt sehr viel Nacherzählungsarbeit macht. Als erstes erfahren wir, dass der Name der Hexe Edea ist. In der deutschen Version ist das ein bisschen merkwürdig formuliert. Hier klingt es so, als würde Carway den Namen der Hexe nicht nennen wollen und Squall wüsste ihn schon längst. Eigentlich erfahren wir aber erst hier den Namen unserer großen Antagonistin. Edea wird heute Nacht zur neuen Botschafterin gekrönt. Diese Zeremonie wird im Präsidentenpalast stattfinden. Danach wird eine Parade abgehalten und Edea wird auf einem Wagen durch den nahestehenden Triumphbogen fahren. Carway spaltet uns in zwei Gruppen auf, das Triumphbogenteam und das Schützenteam. Das Schützenteam wartet vor dem großen Tor, bis dieses bei der Parade geöffnet wird und Edeas Festwagen hinausfährt, dringt dann in den Palast ein und verschanzt sich im Folgenden in einem Geheimraum, wo eine Waffe bereit liegt. Um Punkt 20 Uhr fährt eine Spieluhr nach oben, in der sich das Schützenteam befinden wird. Passenderweise durchfährt die Kolonne der Hexe auch um Punkt 20 Uhr den Triumphbogen. Das Triumphbogenteam hat nun die Aufgabe, ebenfalls bis 8 Uhr zu warten und dann die Gitter nach unten fallen zu lassen, sodass die Hexe gefangen ist und das Schützenteam nur noch einen glatten Schuss landen muss. Peng! So viel zur Theorie. Carway stellt uns noch ein bisschen Freizeit aus, da noch Zeit bis zum Beginn der Parade ist. Da wir allerdings nichts mehr zu tun haben und ich nicht stundenlang Karten spielen will, um die besten Waffen auf CD1 zu haben, finden wir uns ein paar Minuten später schon wieder in der Villa ein, wo wir die Gruppen verteilen. Squall und Irwin sind das Schützenteam. Interessant ist hier, dass Squall an dieser Stelle zum Anführer ernannt wird, eine Stellung, die er für den Rest des Spieles nicht mehr aufgeben wird. Squall hat die Aufgabe, die Hexe in einen Kampf zu verwickeln, falls etwas schiefläuft oder Irwin daneben schießt. Aber natürlich wird nichts dergleichen passieren, wie Irwin uns versichert. Das Triumphbogenteam besteht aus Christus, Southie und Cell, wobei auch hier ein Anführer bestimmt werden muss. Cell scheint sehr erpicht auf diesen Posten zu sein, Squall traut aber eher Christus dieser Aufgabe zu. Was im ersten Moment ziemlich schlau klingt, wird uns in Kürze einige Probleme bereiten. Und nein, ich sage jetzt nichts über Frauen in Machtpositionen. Ja, drei Jugendliche dabei zu leiten, einen Hebel zu drücken, ist schon etwas, dem man gewachsen sein muss. Vor allem, wenn zwei von drei der handelnden Personen blond sind. Warum hat man nicht Selfie die Leitung überlassen? Nun, da alles besprochen ist, kann das Attentat beginnen. Wir übernehmen die Kontrolle über Christus und während Carway, Squall und Irwin den Raum schon verlassen, werden wir von Renoa aufgehalten. Christus verdient sich hier viele Sympathiepunkte. Renoa hat den Plan geschmiedet, Edea einen Odynreif anzulegen, der Magie bannen soll. Christus weist sie doch in ihre Schranken. Für so einen Plan ist es zu spät. Das hier ist kein Kindergeburtstag, sondern eine ernste Angelegenheit und Renoa scheint das einfach nicht zu verstehen. Während die beiden im Streit auseinandergehen, setzt sich Renoa wie ein trotziges Kind auf den Boden und murmelt vor sich hin, dass es ihr doch auch ernst sei. Gott, ich hasse dieses Mädchen. Draußen, wieder in Kontrolle über Squall, werden wir Zeuge eines Gespräches zwischen ihm und Irwin. Hierbei handelt es sich um eine meiner Lieblingsstellen im Spiel. Die Atmosphäre des nahenden Kampfes und die spannungstragende Musik, die den Konflikt weiter vorantreibt und dazu das Gespräch zwischen den beiden Männern, in dem Squall zu tiefschürfenden philosophischen Erkenntnissen gelangt. Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse. Wir haben nur unterschiedliche Standpunkte. Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keine guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Das waren so Aussagen in diesem sonst nicht so ganz optimal geschriebenen Spiel, die mich seit dem ersten Mal sehr beeindruckt und mich zum Nachdenken gebracht haben. Es mag ein bisschen lächerlich klingen, aber es ist sicherlich auch diesem Zitat zu verdanken, dass ich mein Schwarz-Weiß-Denken abgelegt habe. Das Schützenteam nimmt zusammen mit Carway seine Position ein. Dieser kehrt dann zu seiner Villa zurück. Auch das Triumphbogenteam hält sich bereit, doch hier zeigt sich erneut, dass wir mit Teenagern spielen. Christus kommt plötzlich wieder aus dem Bogen heraus und glaubt sich bei Renoa entschuldigen zu müssen. Das Dämlichste? Alle drei Gruppenmitglieder kommen mit. Ich meine, Selfie sagt sogar noch extra vorher, dass die Mission auch von einer Einzelperson bestanden werden könnte. Schließlich besteht die Aufgabe darin, einen Hebel umzudrücken. Aber nein, statt wenigstens Cell dazulassen und Selfie als weibliche Unterstützung in Frauenangelegenheiten mitzunehmen, kommen alle drei mit, weil ja noch genügend Zeit ist. Das ist echt unverzeihlich. Was zum Teufel haben sich die Entwickler dabei gedacht? Die drei kehren zurück zur Villa, wo Renoa wie inzwischen schon gewohnt schmollt und nutzlos ist. Ihr Vater versucht mit ihr zu reden und ist offenkundig um ihre Sicherheit besorgt, doch sie schickt ihn wortlos weg, woraufhin er sie lautstark und mit einem Countdown einzuschließen versucht.
Lasse Tür mit Countdown. Ist natürlich klar, dass das nach hinten losgeht. Renoir flieht und natürlich, Christus, Selfie und Cell stehen gerade dann in der Tür, als diese hinter ihnen zufällt. Trefflich beschrieben, sie sind zwischen die Fronten geraten. Und nach wie vor macht sich Christus eher Sorgen um Renoir als um die Mission, da dieser liebenswerte und wichtige Charakter viel wichtiger ist als das Schicksal der gesamten Menschheit. Szenenwechsel. Wir spielen Renoir und ja, ich muss mich hier sehr zwingen, überhaupt weiterzuspielen, die auf dem Weg zur Hexe ist, um ihren Masterplan mit dem Odynreif auszuführen. Was, ich möchte das nur nochmal betonen, ein wahnsinnig blöder Plan ist. Aber nein, Renoir ist ja ein sehr mutiger, bewundernswerter Charakter und jeder sollte sich ein Beispiel an ihrem starken Willen nehmen. Renoir steht in einer Gasse mit einem Gabelstapler und es sollte wohl ziemlich offensichtlich sein, was wir nun zu tun haben. Übrigens können wir Renoir an dieser Stelle durch einen Gullideckel in eine Kanalisation schicken. Leider endet das Spiel, wenn wir sie sterben lassen. Mist. Ansonsten muss Renoir Kisten erklimmen und gibt derweil von sich, dass sie zwar kein Seed sei, aber trotzdem... Und damit endet ihr Text auch schon. Ach, ich liebe die deutsche Lokalisierung. Das Kistenklettern dauert übrigens gefühlte Jahre und jede einzelne Box muss natürlich einzeln angewählt werden. Und ja, das müssen wir später noch einmal machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Spielzeit zu strecken. Wieso liebe ich dieses Spiel nochmal? Als unsere geliebte Protagonistin endlich an ihrem Ziel, einem dunklen, mystisch aussehenden Zimmer mit gigantischem Kronleuchter ankommt, schwenkt die Musik, damit auch der Letzte versteht, dass sich die Hexe im selben Raum wie wir befindet und nicht Hans-Peter Popoff. Renoir gibt sich natürlich ganz besonders ungeschickt in dieser Situation, in der es mal auf etwas ankommt. Sie stellt sich als die Tochter eines galvadianischen Obersts vor und meint, ein Geschenk von ihrer Familie für die Hexe zu haben. Sehr gut! Bring auch noch deinen Vater in Gefahr, indem du ihn in deinen Wahnsinnsplan mit reinziehst. Idea fällt auf diese billige Masche natürlich nicht herein und verflucht Renoir, als diese versucht, sich der Hexe zu nähern. Können wir das nochmal sehen? Und nochmal? Ach, herrlich. Ich sage im Übrigen verflucht, weil Renoirs Arm nicht mehr auf sie hört und sie, nachdem sie für eine Weile an der Decke geflogen ist, für die nächsten Spielminuten herumwankt wie ein Zombie und ihr Hirn wahrscheinlich noch leerer ist als sonst. Ach ja, wir sehen hier übrigens eine weitere FMV, die uns zeigt, wie Idea aussieht und ihren Charakter sehr eindrucksvoll wiedergibt. Fanservice. Idea stolziert schließlich nach draußen, wo Squall und Irwin das Spektakel beobachten. Renoir schwankt ein bisschen besinnungslos hinterher. Warum eigentlich? Während Idea zu ihrer großen Rede vor dem jubelnden Publikum ansetzt. Hexen wären seit Jahrhunderten grundlos gefürchtet, führt sie aus. Doch nun, da eine auf Galbadias Seite sei, fühlten sich alle sicher. Sie würde den Bürgern schon zeigen, in was für einer Illusion sie lebten. Oh, und ganz nebenbei tötet sie auch noch den Präsidenten. Was niemanden zu stören scheint, denn das Publikum feiert weiter. Ich erspare mir mal den politischen Kommentar. Idea verrät hier ihren Plan, die Wirklichkeit auszulöschen und für die Bevölkerung in einer Fantasiewelt zu regieren, in einem endlosen Traum. Leben und Tod sind darin nur eine süße Illusion, beschreibt sie. Erinnert mich an einen gewissen Bösewicht aus so einer bekannten Manga-Reihe von Masashi Kishimoto. Als Idea abgeht, erschafft sie in dieser inzwischen ziemlich FMV-lastigen Folge noch Löwen, Echsen, Bestien. Thank you.
die Renoir schließlich angreifen und für das nötige Opfer sorgen sollen. Ja, nicht weiter schade drum. Öwin fällt unterdessen auf, dass es Renoir ist, die auf der Bühne steht und zerfetzt wird, was Squall aber verständlicherweise ziemlich egal ist. Es gibt eh keine Möglichkeit, jetzt zu ihr zu kommen. Und im Gegensatz zu Quistis und allen anderen Leuten, die ihr Leben lang als Söldner trainiert und für die Erfüllung solcher Missionen ausgebildet wurden, hält Squall sich an seine Befehle. So eine packende Situation! Werden Squall und Öwin rechtzeitig kommen, um Renoir zu retten? Werden Quistis und die übrigen es schaffen, rechtzeitig zum Triumphbogen zu kommen? Und wird es jemals eine Fanfiction geben, in denen solche rhetorischen Fragen nicht zur Schürung falscher Spannung in der Kurzbeschreibung eingesetzt werden? Einige, aber nicht alle dieser Fragen werden sich uns in der nächsten, die erste CD nach läppischen 17 Episoden abschließenden Folge beantworten.